Hey Leute, El Nino hier. Willkommen auf meinem Kanal. Zuallererst, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und heute geht's direkt los mit einem Knaller. Und zwar haben wir Celebrations ETB. Das für mich beste Set des Jahres 2021. Was hier so drin ist, das schauen wir uns jetzt an. So, machen wir mal den guten Aal hier auf. So, easy. So, wir haben ein Guide, wir haben die Regeln für das TCG, wir haben Schadensmarken und Würfel, dann haben wir natürlich einen Stapel Energiekarten, kann man immer gebrauchen. Ein TCG Online Code. Dann haben wir noch Kartentrenner. Und hier fallen meine Booster runter. Jawohl, beste Taktik. Wir haben sehr, sehr schöne Hüllen. Und dann haben wir natürlich Booster. Jede Menge Booster. Und welche Booster, das sehen wir jetzt. Wir haben Booster wie folgt. Chilling Rains haben wir einmal. Flammende Finsternis. Gute alte Battle Styles. Darkness Ablaze. Und ein Farbenschock. Zusätzlich natürlich das Highlight dieses ganzen Openings. 10 Celebration Booster. Ich würde sagen, wir schnacken die Schlange. Zwei, drei kleine Randinfos für euch noch. Ich habe die ETB für 65 Euro erworben. Das Erscheinungsdatum war am 8.10.2021. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den eher nicht so wichtigen Boostern. Fangen wir an mit Battle Styles. So, die ersten Booster des Jahres 2022 für mich. Wenn ihr schon was geöffnet habt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr geöffnet habt. Kartentrick. Und los. Eine Unlichtenergie. Swordward and Shieldbert. Ein gutes altes Golbat. Ein Dragosso. Remoraid, Fomantes, ein Phlegmon, unsere Reverse Holo und leider keinen Hit. Schade. Machen wir hier mal ein bisschen was zur Seite. Kommen wir zum nächsten Pack. Darkness Ablaze. Der gute alte Kartentrick funktioniert auch dieses Jahr noch. Wir haben eine Donnerenergie. Wir haben einen Dedenne. Einen guten alten Birdkeeper. Felilu müsste das sein. Ein sehr, sehr süßes Staralili. Stulonio. Morelul in Reverse Holo und leider nur ein Voltenso. So, gehen wir weiter. Darkness Ablaze. Jeder weiß, dass hier ein Glurak drin sein kann. Und dann schauen wir doch mal, ob hier ein Zons drin ist. Kartentrick. Pflanzenenergie. Eine Trainerkarte. Den guten alten Birdkeeper. Knackleon,
Ein sehr, sehr süßes Teddy Ursa. Na, der gute alte Wishi Washi. Lavita in Reverse Holo, sehr schöne Karte. Und Mr. Rhyme, wieder kein Hit leider. Ja, kommen wir zu Chilling Rain. Gefällt mir jetzt nicht so persönlich das Set, aber wenn man es zum Öffnen hat, warum denn auch nicht? Kartentrick und rein da. Unlichtenergie. Eine Trainerkarte. Dicta. Hoplo. Ein Schuppet. Ein Zebritz haben wir hier. Botogel in Reverse Holo. Und unser erster Hit, und zwar Cresselia in Holo. Na, jetzt fängt es auch langsam an. Ja, und das Beste von den 5 Sets, das vermeintlich beste Set, Vivid Voltage. Ja, dann gucken wir mal, ob Regenbogen-Pikachu hier drin ist. Kartentrick. Unlichtenergie. Der gute alte Leak-Stuff. Aroma-Energie. Fritzelblitz. Ein Pipi. Funpi haben wir hier. Yanma. Galamauzi. Riolu in Reverse Holo. Und leider keinen Hit. Schade. Ja, bevor wir jetzt zu Celebrations kommen, eine Sache habe ich vergessen, die in der ETB drin ist, und zwar Quajutsu Goldstar, eine sehr, sehr schöne Karte. Liegt vom Preis her momentan circa bei 3 Euro, aber ist schon eine sehr, sehr nice Karte. Gefällt mir definitiv gut. Ja, Celebrations. Was hier so drin sein kann. Hier kann drin sein ein sehr, sehr schönes Glurak, was momentan um die 120 Euro wert wäre. Was hier natürlich auch drin sein kann, ein sehr, sehr süßes Mew, Shiny in Gold, kostet momentan um die 65 Euro. Und an dritter Stelle hätten wir ein schönes Nachtara Goldstar, was um die 55 Euro wert wäre. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Celebration Booster. Wie gesagt, für mich eins der besten Sets des Jahres. Aber jeder Geschmack ist ja anders, also von daher. Ja. Da muss man eine Schere dazu holen. Ich mache auch keinen Kartentrick oder so, wir gehen einfach rein. Kyogre. Reshiram. Und da haben wir eine der besten 3 Karten in diesem Set. Nachtara Goldstar. Wie gesagt, liegt um die 55 Euro diese Karte. Und ein sehr, sehr nicer Hit, meine Freunde. Da freue ich mich richtig. Das neue Jahr geht top los. Sehr, sehr nice Karte. Nachtara Goldstar. Ich freue mich. So kann das Jahr beginnen. Packluck ist am Start. Zusätzlich haben wir noch einen Lunala hier. Ja. Geiles Nachthaar, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Gucken wir uns mal das Centering an. Ja, bisschen verkacktes Centering, aber unten ein bisschen mehr als oben. Seiten ungefähr gut. Trotzdem eine sehr, sehr nice Karte. Nachthaar Goldstar. Kommt natürlich direkt in eine Hülle. So. Die drittbeste Karte im Set haben wir. Gucken wir mal, ob wir die anderen 2 auch noch kriegen. Richtig gefährlich hier mit der Schere aufzuschneiden, aber YOLO. Kyogre. Xerneas. Lugia. Und Solgaleo. Leider keinen guten Hit. Kommen wir zum nächsten Pack, Celebrations. Aber ich bin froh, wir haben Nachtara gezogen. Also besser kann es eigentlich schon kaum werden.
Was sind denn eure Erfahrungen so mit Celebrations gewesen? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Palkia. Ho-Oh. Zekrom. Und das Surfing Pikachu. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Kostet leider nicht allzu viel. Die ist nämlich sehr, sehr häufig zu ziehen. Aber ich freue mich trotzdem. Celebration Speck. Das nächste. So. Ja, weil Wolk gespoilert. Cosmog. Gardevoir EX, auch eine der teuren Karten auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich weiß jetzt leider nicht genau wie viel, aber ich sehe das definitiv eingeblendet. Auch eine sehr, sehr schöne Karte, auch vom Holo-Effekt her. Und das gute alte Pikachu im alten Artwork. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat leider meistens in diesem Set immer Printlines, aber was will man machen? Kostet natürlich auch nur ein paar Cent leider. Nächstes Pack. Wir haben Ho-Oh, Reshiram, Dialga und Professors Research. Nächstes Pack. Mir gefällt Celebrations echt sehr, sehr gut. Die Pullrate ist eigentlich echt gut. Die Karten da drin gefallen mir gut. Was will man mehr? Reshiram. Zekrom. Ah, Imposter Professor Oak. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Kostet aber auch nicht allzu viel. Aber sieht sehr, sehr nice aus. Und Zamazenta in Wii. Auch eine sehr coole Karte. So, 4 Packs haben wir noch. Jetzt habe ich es mal richtig rum aufgemacht, damit ich die Code-Karte direkt wegschmeißen kann. Zekrom. Lugia. Zekrom in einer sehr, sehr schönen Karte. Die sieht sehr, sehr nice aus. Der Holo-Effekt, genial. Kostet auch ein bisschen was, denke ich. Seht ihr natürlich auch gleich eingeblendet. Gefällt mir echt gut. Boah, dieser Holo-Effekt. Weltklasse. Und noch ein Surfing Pikachu in VMAX hinterher. Auch sehr, sehr nice. Gutes Pack. Ja, 3 Packs haben wir noch. Kyogre. Xerneas, ah, Groudon, auch nicht schlecht. Und das süße Mew. Echt ein süßes Artwork auf jeden Fall. Ja, 2 Packs haben wir noch. Aber ich komme immer noch auf das Nachthara klar. Ist echt nice. Xerneas, Cosmog. Iveltal und Mew in Gold, die zweitbeste Karte in diesem Set. 65 Euro ist diese Karte wert. Was ein nices Opening. Ultra geile Karte. Schaut sie euch an. Mew in Shiny Gold. Nice Karte. Was haben wir dahinter? Die Goldkarte. Aber eine sehr, sehr schöne Karte. Schaut euch das Holo an. Schauen wir uns mal das Centering an. Es sieht echt gut aus, das Centering. Etwas besser als beim Nachtara auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Karte. Die zweitbeste Karte in dem Set. Ja, ein Pack haben wir noch. Vielleicht ziehen wir jetzt die beste Karte noch. Das wäre natürlich überragend. Das wäre es jetzt. Wenn wir jetzt noch Glurak ziehen. Letztes Pack, meine Freunde. Daumen drücken. Dialga. Rocket Zapdos, auch eine sehr, sehr nice Karte. Gefällt mir auch sehr, sehr gut von der Optik her.
Flying Pikachu nochmal ein Wii. Und das war's auch schon. Boah, was ein Opening. Besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Natürlich wäre ein Glurak Weltklasse gewesen. Aber mit Mew und Nachthara haben wir schon sehr, sehr gute Karten gezogen. Ja, dann schauen wir uns doch nochmal im Schnelldurchlauf an, was wir so gezogen haben. Wir haben das sehr, sehr geile Mew in Gold gezogen. Nice Karte. Dahinter direkt Nachthara Goldstar. Auch überragend. Zekrom, ultra schöne Karte vom Artwork und vom Holo her. Gardevoir EX, auch eine echt gute Karte. Haben wir runtergefallen. Dann haben wir noch ein paar Pikachus. 4 Stück, um genau zu sein. Rocket Zapdos. Zamazenta V. Imposter Professor Oak. Aquajutsu natürlich. Und noch ein paar Holos, die jetzt nicht so wichtig sind. Ja, meine Freunde. Wir haben eine sehr tolle Ausbeute gehabt. Sehr, sehr toll. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked das Video und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne einen netten Kommentar schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.